Hoch oben im Himmel, in den weit entfernten Wolken, sind die Wolkenkinder sehr beschäftigt. Zeit für einen Snack. Hallo, Herr Regenbogen. Hallo, Baba Blau. Sieh dir diese vielen Sternschnuppen an. Die müssen nachher alle in den Himmel. Oh, die sind aber groß. Wir werden heute Abend sehr beschäftigt sein, Baba Blau. Ich hoffe, du bist gut in Form. Oh ja, ich könnte alles wegschleudern. Na los, teste mich nur. Aha. Bobo, versuch mich doch zu fangen. Vorsicht, Bobo! Oh! Siehst du, wir werden die Sternschnuppen rucki-zucki in den Himmel schleudern. Bis nachher. Bekommst du das hin, Baba Gelb? Diese Farbe ist für einen Regenbogen. Aber sie ist ein bisschen schwer zu tragen. Bitte doch Herrn Regenbogen hierher zu kommen, um angemalt zu werden. Oh, das ist eine wirklich schlaue Idee, Baba Grün. Ich gehe ihn sofort holen. So, bitte sehr, Herr Sonne. Jetzt glänzt du wieder. Gerade rechtzeitig, um diese Regenwolken da drüben zu verscheuchen. Ich brauche vielleicht die Hilfe von Herrn Regenbogen. Ja, dann hole ich ihn schnell für dich. Herr Regenbogen, kannst du mit zum Wolkenhaus kommen? Oh, hallo, Baba Gelb. Ja, schnell, Herr Regenbogen. Herr Sonne braucht dich beim Ponyheufeld. Oh, nur einen Moment, Baba Pink. Komm schon hier lang, Herr Regenbogen. Herr Sonne sagt, er braucht dich sofort. Oh, in welche Richtung soll ich? Hier lang. Wisst ihr, ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das fühlt sich aber komisch an. Hui! Fluffy fängt Bobo nicht. Oh doch, das werde ich, Bobo. Hui! Herr Regenbogen, du wirst ja ganz langgezogen. Langgezogen? Oh, entschuldige, Herr Regenbogen. Oh, wartet! Lass nicht los! Ist alles gut, Herr Regenbogen? Ich fühle mich, etwas anders. Oh, seht doch! Oh, was ist denn los? Hier, sieh mal, Herr Regenbogen. So siehst du aus. Oh, ein Knoten! Nein! Tut das weh? Nein, ganz und gar nicht. Das ist sehr gut. Gut? Ich bin total verknotet und ich sehe aus wie eine bunte Brezel. Oh, Herr Regenbogen, was ist passiert? Er ist verknotet. Es tut nicht weh, aber ich glaube, er kommt sich blöd vor. Kann er denn noch die Sterne in den Himmel schleudern? Oh, auf gar keinen Fall. Ich bin viel zu verknotet, um irgendwas zu tun. Tut mir leid, Baba Blau. Du musst dir wohl jemand anderen suchen. Oh, na gut. Vielleicht kann mir Baba Grün helfen. Ich hoffe, du fühlst dich bald besser, Herr Regenbogen. Bist du bereit, Bobo? Du kannst mich nicht fangen. Oh, ich kann dich. Wir kümmern uns um dich, Herr Regenbogen. Stimmt's, Baba Gelb? Ich werde alle deine Streifen streichen. Das wird dich aufheitern. Weg mit euch. Auf Wiedersehen, Regenwolken. Verschwindet jetzt von hier. Danke, Herr Sonne.
Diese Regenwolken haben alles durcheinander gebracht. Ich habe gerne geholfen. Och, und bin jetzt fertig für heute. Ist fast Schlafenszeit. Mach's gut, Baba Grün. Tschüss, Herr Sonne. Das ist komisch. Wo ist der Regenbogen? Er ist doch immer da nach einem richtigen Regen. Baba Grün, schleuderst du mit mir die Sterne in den Himmel? Nun, wenn du willst, Baba Blau. Aber macht das Regenbogen nichts aus? Er liebt es, die Sterne wegzuschleudern. Herr Regenbogen hat ein kleines Problem. Oh, ich kann den verknoteten Teil nicht streichen. Beim Anmalen könnte Herr Regenbogen vielleicht fleckig werden. Total verknotet und fleckig. Oh, ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst. Wir müssen nur einen Weg finden, dich zu entknoten, Herr Regenbogen. Vielleicht hilft es, wenn wir dich noch mal langziehen. Oh, halt! Nein, nicht langziehen! Oh, nein! Seht nur, jetzt ist der Knoten noch fester. Wir müssen ihm helfen, sich zu entspannen. Entspannen? Wie soll ich mich entspannen, wenn ich so verknotet bin? Genau so. Hast du deine Flöte dabei, Baba Gelb? Oh, schon besser. Viel besser. Ein letzter Versuch. Kommt. Kann's nicht halten. Kann's nicht halten. Nur noch ein kleines Stück. Wir müssen die Sterne doch in den Himmel schleudern, Baba Grün. Ich gebe mein Bestes, Baba Blau. Es hat keinen Sinn. Ohne Herrn Regenbogen kriegen wir keinen einzigen Stern in den Himmel geschleudert. Na los, sehen wir nach, ob es ihm besser geht. Wie geht es, Herrn Regenbogen? Baba Blau braucht ihn, um die Sterne in den Himmel zu schleudern. Oh, man weiß gar nicht mehr, wo mein Orange anfängt und mein Lila aufhört. Tut uns leid, Baba Blau. Wir haben wirklich alles versucht. Es muss doch irgendwas geben, womit wir ihn entknoten können. Hui! Fluffy kriegt Bobo nicht. Oh doch, das werde ich, Bobo. Passt auf, ich bin ganz verknotet. Oh, das kippt. Bobo, tut es leid. Oh, was ist gerade passiert? Ist es schlimmer geworden? Seht euch das an, Wolkenkinder. Oh. Hey, ich bin frei. Ich bin wieder entknotet. Oh ja! Seht euch diese Streifen an. Wer ist der beste Regenbogen? Ich bin der beste Regenbogen. Das hast du gut gemacht, Bobo. Du hast Herrn Regenbogen entknotet. Bobo hat gut gemacht. Bobo hat das sehr gut gemacht. Sicher, dass es dir gut geht, Herr Regenbogen? Es ging mir nie besser. All das viele Lachen hat mir meinen elastischen Schwung zurückgegeben. Juhu! Ihr solltet auch mal richtig lachen. Kitzeln! Es war das freudigste Sterneschleudern, an das sich die Wolkenkinder erinnern konnten. Ohne einen Knoten in Sicht. Wer poliert die Sonne blank? Kinder. Wischt die Spinnweben vom Mond? Kinder. Wer wiegt die kleinen Sterne in den Schlaf? Schönen Wolkenland. Wolkenkinder kommen und
Überraschung. Hoch oben im Himmel, in den weit entfernten Wolken, bessert Baba Gelb die Farben von Herrn Regenbogen aus. Und Baba Grün gießt gerade die Blumen im Himmelsgarten. Auch Baba Pink und Baba Blau haben etwas vor. Was macht ihr? Psst! Wir machen eine schöne Überraschung für später. Oh! Warum gehst du nicht Baba Grün helfen, Bobo? Okidoki! Hier ist etwas zu trinken für dich. Und für dich. Und für dich. Bobo helfen, Baba Grün? Danke, Bobo. Du kannst dieser Puschelblume etwas zu trinken geben. Upsi, tut mir leid, Flippo. Pass auf, ich zeige es dir. Im Himmelsgarten muss man alles mit viel Liebe und schön langsam machen. Denk daran, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, komm und gieß die Pflanzen mit. Komm, jetzt geht es um die Wurst. Meine Blumen haben Durst. Schritt für Schritt. Sehr gut, Bobo. Das machst du super. Also wo war ich? Rot, orange, gelb? Grün. Oh ja. Grün. Ach, heute kannst du nicht mal dein Orange von deinem Blau unterscheiden. Tut mir leid, Herr Regenbogen. Die Sache ist, Baba Blau und Baba Pink planen eine große, große Überraschung. Aber erzähl es bitte niemandem. Also, ich bin doch nicht geschwätzig. Hallo, Baba Gelb. Kannst du uns kurz helfen bei der Überraschung? Ich komme, Baba Pink. Was? Du kannst jetzt nicht gehen. Ich bin nur halb angemalt. Es wird nicht lange dauern. Aber sieh doch, mein Grün ist noch fleckig. Warte, komm zurück. Oh. Ich hoffe beim Himmel, dass mich so keiner sieht. Hallo, Herr Regenbogen. Oh nein. Stimmt was nicht? Ja, Baba Gelb ist weggeritten und hat mich halb angemalt zurückgelassen. Das sehe ich. Naja, ich muss los. Ich habe versprochen, Baba Grün zu helfen. Na gut, das reicht jetzt. Wo sind diese Farben? Oh, ziemlich gut gemalt. Gar nicht mal schlecht, würde ich sagen. Regenbogen, du bist ein echter Künstler. Oh, ich brauche Baba Gelb nicht. Ich kann das in der halben Zeit alleine machen. Oh ja, du bist so schön, Gelb. Und du auch. Oh, du bist wunderschön. Herr Sonne, sieh mal, meine Puschelblumen sind so strahlend gelb wie du. Weil du dir viel Zeit nimmst und dich um sie kümmerst, Baba Grün. Du weißt, was ich immer sage. Schritt für Schritt für Schritt wachse, schöne Pflanze. Schritt für Schritt für Schritt. Mit Sorgfalt klappt das Ganze. Regenbogen lustig! Nein, ich habe mir den Rückenbogen gezerrt. Ich kann nie wieder Sterne schleudern. Bobo, helfen! Oh nein, Bobo, nein, warte. Na gut, dann male. Aber achte bitte darauf, innerhalb der Streifen zu bleiben. Bobo, malen! Oh nein, da nicht! Das kitzelt! Ja. Aufhören! Aufhören! Oh! Kleckser, Kleckser! Blau? Du bist blau geworden? Wie ist das denn passiert? Nein, nein, nein. Wir können keine blauen Puschelblumen gebrauchen.
Warte, bis Baba Gelb zurückkommt. Sie wird verblüfft sein. Pinsel, Pinsel, Bobo! Bobo? Was machst du denn da? Ups. Oh, oh. Rot, orange, grün, blau. Was passiert hier? Meine Puschelblumen bekommen all die Farben von den Regenbogen. Was ist das denn? Das ist ja Regenbogenfarbe. Komm, Wolkenpony, lass uns herausfinden, was da oben los ist. Eigentlich solltest du schon fertig sein. Bobo, weitermalen. Hallo, Bobo. Aber was machst du denn da? Bobo, mein! Baba Gelb war beschäftigt. Ich habe mich selber angemalt. Oh, mit etwas Hilfe von Bobo. Regenbogen, so, so schön. Nein, es tut mir leid, Bobo. Das ist er nicht. Was? Seht euch diese Spritzer und Flecken an. Überall ist Farbe. Herr Regenbogen ist voller Farbenmatsch. Voller Farbenmatsch? Matsch! Ich will nicht farbenmatschig sein. Oh, schnell, Baba Grün, mach mich, wie ich war, bitte. Das würde ich gerne, aber ich bin im Himmelsgarten leider sehr beschäftigt. Du musst aber, du musst. Seht mich doch mal an. Also, na gut. Ich muss zuerst die ganze verspritzte Farbe wegspülen. Egal was, mach es bitte nur schnell. Nicht schnell, Herr Regenbogen. Du weißt doch, was ich immer sage. Schritt für Schritt für Schritt wachse, kleine Pflanze. Schritt für Schritt für Schritt. Mit Sorgfalt klappt das Ganze. Alles fertig! Ich danke dir von Herzen, Baba Grün. Herr Regenbogen, du bist ja fertig angemalt. Ja, das bin ich. Wie hast du denn das nur hingekriegt? Na ja, so schwer war das nicht. Anfangs bin ich ja etwas aus der Farbe gelaufen. Aber Baba Grün hat das wieder in Ordnung gebracht. Aber du siehst herrlich aus. Es muss Ewigkeiten gedauert haben. Du weißt, was ich immer sage. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Mit Sorgfalt klappt das Ganze. Baba Grün, wir haben eine Überraschung für dich. Wir haben dir einen großen Puschelblumenkuchen gebacken. Weil du dafür gesorgt hast, dass die Puschelblumen so groß und gelb geworden sind. Oh, ich danke euch. Lecker Kuchen! Ich liebe Kuchen. Können wir ihn gleich essen, Baba Grün? Natürlich. Hebt mir noch ein Stückchen auf. Ich habe eine letzte Aufgabe zu erledigen. Hoch oben im Himmel, in den weit entfernten Wolken, genossen die Wolkenkinder ihren köstlichen Puschelblumenkuchen. Aber wo war Baba Grün? Schritt für Schritt für Schritt wachse, kleine Pflanze. Schritt für Schritt für Schritt. Mit Sorgfalt klappt das Ganze. Baba Grün musste sich beeilen, um noch etwas von seinem Kuchen abzubekommen. Bobo, das gehört Baba Grün. Schläfchen. Hoch oben im Himmel, in den weit entfernten Wolken,
macht Herr Regenbogen gerade sein wohlverdientes Mittagsschläfchen. Wie ihr hören könnt. Hey, komm her, du großer flauschiger Ball. Komm zurück. Kann ich nicht mal in Ruhe schlafen, bevor ich die Sterne in den Himmel schleudern muss? So ist es schön. So ruhig und friedlich. Pass auf, ich kriege euch. Nein, tust du nicht. Gar nicht wahr. Du bist schnell. Doch. Gleich hab ich euch. Könnt ihr bitte in einem anderen Teil des Himmels spielen? Noch. Ich versuche zu schlafen. Oh, entschuldige. Bobo geht jetzt. Der ist aber mürrisch. Ich bin überhaupt nicht mürrisch. Gar nicht. Oh. Gut jetzt, Wolkenkinder. Könnt ihr bitte stillhalten? Bist du sicher, dass das so ein guter Platz zum Malen ist, Baba Gelb? Ja, aber natürlich. Der Himmel ist wunderschön. Oh, meine Nase juckt. Wird es lange dauern? Nicht, wenn ihr alles stillhaltet. Du kriegst mich nicht. Pack doch, Bobo. Oh nein, ihr bewegt euch. Fluffy, ja. Bobo, kleiner Stern. Könnt ihr die bitte woanders weiterfangen spielen? Aber eben wurden wir schon mal weggeschickt. Wir wollen doch nur spielen. Nicht fair. Sie spielen doch nur Fangen. Und wir versuchen, ein Bild von uns malen zu lassen. Was ihr braucht, ist ein Babysitter. Oh. Jemanden, der dafür sorgt, dass ihr spielen könnt und dass wir unser Bild beenden können. Jemand, der lustig ist. Aha. Ich kenne genau den Richtigen dafür. Herr Regenbogen? Ich soll babysitten? Bitte, Herr Regenbogen. Unser Bild wird nie fertig, solange Sie rumflitzen und fangen spielen. Sie bereiten dir bestimmt keine Schwierigkeiten. Sieh doch. Oh. Na gut, ich mache es. Ja! Unter einer Bedingung. Ich bekomme einen Anstrich mit Politur, bevor ich die Sterne in den Himmel schleudere. Gut, abgemacht. Danke, Herr Regenbogen. In Ordnung. Ich habe jetzt das Sagen. Also, was wollen wir denn machen? Rutschen! Hüpfen! Klettern! Juhu! Lass das bitte! Hui! 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 Lasst uns wieder Fangen spielen! Ja! Ja. Hui! Ich werde euch kriegen! Oh nein, nein, aufhören! Das war's. Ich ertrage euer Hüpfen, Klettern und Fangenspiele nicht mehr. Da ich euer Babysitter bin, werdet ihr von jetzt an tun, was ich sage. Los, spielt da drüben. Und wenn ihr einen Mucks macht, schicke ich euch eine dunkle Wolke. Seht ihr? Ich hab doch gesagt, der ist mürrisch. Ich bin nicht mürrisch. Sehr gut. Dieser Platz hier ist viel, viel besser für unser Bild. Fangen wir an. Uff. Au. Bitte haltet still. Nein, können wir nicht. Der Heuballen ist einfach zu klein. Au! Vielleicht ist dieser Platz ja gar nicht so gut für unser Bild. Aber wo ist dann der beste Platz? Wie wäre es, wenn wir uns alle vor das Wolkenhaus stellen? Ja, das können wir machen. Stellen wir uns doch vor die Ponystelle. Das würde toll aussehen. Also ich finde, wir sollten im Garten gemalt werden. Der ist so wunderschön. Vor dem Wolkenhaus. Nein, vor dem Ponystall. Nein, ich mag den Garten. Ruhe! Äh,
Es muss doch einen Platz geben, auf dem wir uns alle einigen können. Das Wolkenhaus? Die Ponystelle. Der Garten. So wird das nicht. Was könnte ein Regenbogen mehr wollen? Der Himmel ist friedlich und Herr Sonne scheint auf meine Streifen. Und tippt dir auf den Arm. Oh, hallo, Herr Sonne. Was für ein schöner Tag. Es ist alles so friedlich und ruhig. Darüber würde ich gerne mit dir reden. Findest du nicht, es ist zu ruhig? Nein, das finde ich gar nicht. Sieh dir Fluffy, kleiner Stern und Bobo an. Ich habe sie noch nie so niedergeschlagen gesehen. Nun ja, sie sind ruhiger als normalerweise. Der Himmel ist ohne die drei sehr trostlos, wenn sie nicht herumflitzen, lachen und spielen. Es ist einfach nicht mehr dasselbe. Findest du nicht auch? Also mir gefällt es so ruhig. Jetzt ist es nicht mehr so gemütlich. Toll, da kommt Herr Mürrisch. Habt ihr Spaß? Nein, eigentlich nicht. Nicht seitdem wir hier rumsitzen müssen. Herr Mürrisch. Nun, da ich immer noch euer Babysitter bin und hier das Sagen habe, möchte ich, dass ihr etwas für mich tut. Ich möchte, dass ihr alle versucht, mich zu fangen. Na los, fangt mich. Kommt schon, fangen wir Herrn Mürrisch. So ist es schon viel besser. Ja! Ja! Hui, das macht Spaß! Ja! Oh, ich weiß immer noch nicht, wo wir unser Bild malen sollen. Wir wollen alle etwas anderes. Stimmt. Dann lasst uns nachsehen, wie Herr Regenbogen mit dem Babysitten zurechtgekommen ist. Er möchte sicher bald gestrichen und poliert werden. Seht doch. Wir haben ihn gefunden. Das hier ist der allerbeste Platz, um unser Bild zu malen. Ja, hoch oben im Himmel. Mit all unseren Freunden. Hoch oben im Himmel, auf einer kuscheligen Wolke, hatte Baba Gelb den perfekten Platz gefunden, um ein Bild von allen zu malen. Und keiner sah mürrisch aus. Nicht mal Herr Regenbogen. Weit entfernten Wolken tobt und braust der Wind heute besonders kräftig. Also haltet schön eure Hüte fest, sonst werden sie euch vom Kopf geblasen. Hey, Wölkchen, komm zurück. Ich brauche dich. Du musst Herrn Sonne duschen. Komm zurück, Gießkanne.
Uff. Schon besser, oder? Dieser aufbrausende Wind macht dich ganz schön kribbelig. Aber mein schönes Flötenlied sorgt dafür, dass du dich wieder beruhigst. Baba Blau! Was ist das? Oh, meine Flöte ist voll mit blauer Farbe. Ich muss sie gleich freipusten. Oh, hör auf, mich hin und her zu schubsen, Wind. Bist du bereit, Herr Regenbogen? Es ist langsam Zeit, Herrn Sonne zu duschen. Ich komme! Alberner Wind! Beeil dich, Herr Regenbogen! Herr Sonne wartet schon! Warte, Baba Pink! Ich komme nicht mit! Juhu! Du kriegst das nicht, Regenbogen! Na ja, ihr seid auch zu zweit! Das ist nicht fair! La-di-da-la, bum-bum-bum, da-di. La-di-da-da-da-da, bum-la-di. Danke, Wölkchen. La-bum-bum. Jetzt geht's mir besser. Der Wind hat mich im Handumdrehen getrocknet. Schade, dass Herr Regenbogen nicht gekommen ist. In Ordnung, dann lasst uns anfangen. Zu spät, Herr Regenbogen. Tut mir leid, Herr Regenbogen. Wir konnten nicht viel länger warten. Herr Sonne war voller Himmelsstaub. Oh, tut mir leid. Ist schon gut. Der Wind war sehr aufbrausend. Ihr habt es doch auch pünktlich geschafft. Oh, ich muss in Zukunft besser werden. Ich komme nie mehr zu spät. Niemals. Hast du Schwierigkeiten, Flöte zu spielen, Baba Gelb? Ja. Sie ist verstopft. Das weiß ich. Ich muss sie freipusten. Vielleicht mit einem Trick. Vielleicht auch nicht. Das ist die Idee. Bobo hat Fluffy, Baba Pink ihr Wolkenpony. Ich könnte auch Hilfe gebrauchen. Ich werde zu einer Regenbogenrennmaschine und nie wieder zu spät sein. Also, es sieht so aus, als wäre sie mit blauer Farbe verstopft. Ich frage mich, wie das passieren konnte. Ja, das frage ich mich auch. Ich werde sie bald wieder repariert haben. Vorsicht, bleibt alle zurück. So, versuch es jetzt mal, Baba Gelb. Braucht da vielleicht jemand meine Hilfe? Baba Pink! Wolkenkinder! Irgendjemand da? Ich glaube nicht, dass es jemanden stören würde, wenn ich mir die Wolkenponys ausleihe, oder? Ich meine, wen soll ich denn auch fragen? Oh. Alles klar. Hü-hott! Hört auf zu ziehen! Naja, sie ist auf jeden Fall mit blauer Farbe verstopft. Aber mit einer verstopften Flöte kann ich doch unmöglich die Wolkenponys herbeirufen. Ich weiß, wir können versuchen, die Farbe aufzuweichen. Oh, ich bin so schlau. Sehr schnell, zu schnell. Das ist etwas, was man nicht alle Tage sieht. Oh, Herr Regen.
Sieh dir den ganzen Himmelsstaub an. Oh, tut mir leid, Herr Sonne. Wolkenponys, ihr könnt jetzt... Klappt es mit deiner schlauen Idee, Baba Pink? Nicht so ganz. Habt ihr auch gerade etwas gehört? Vielleicht war das der Wind. Hallo, ihr drei. Was ist los? Ich glaube, Herr Regenbogen könnte Hilfe gebrauchen. Pass auf! Was macht Herr Regenbogen denn da bloß? Warum hat er unsere Wolkenponys? Los, Fluffy! Bring mich so schnell du kannst zu meinem Wolkenpony! Ich versuch's! Ich kann nicht anhalten, Baba Blau! Halt durch, Herr Regenbogen! Ich bin ja da, Wolkenpony! Ganz ruhig! Wir brauchen dich jetzt wirklich ganz dringend, Flöte. Gelb, ja. Und gut gemacht, Baba Blau. Herr Regenbogen, warum hast du dir unsere Wolkenponys genommen? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich habe sie mir nur ausgeliehen, weil ich so schnell wie alle anderen sein wollte. Ich wollte nur nicht wieder zu spät zu Herrn Sonnes Dusche kommen. Dort, seht euch die Laken an. Der Wind hat aufgehört. Oh, gut. Ich möchte von jetzt an nur noch schöne, ruhige, stille Tage haben. Keine brausenden, windigen Wolkenponyritte mehr. Mir reicht's erstmal. Glaubst du nicht, du solltest die Unordnung in meinem Garten aufräumen? Ja, natürlich. Tut mir leid, Baba Grün. Na gut. Wo soll ich diese Sachen hin tun? Kannst du mir geben? Hallo. Irgendjemand von euch muss mich noch mal duschen. La di 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 di. Oh, etwas höher, etwas höher. La, da, schön. Wenn ihr also das nächste Mal Herrn Regenbogen hoch oben am Himmel seht, wisst ihr, dass er gerade Herrn Sonne beim Duschen hilft. Eine Stelle hast du übersehen. Oh. Da ist es richtig. Da, 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 da. Oh, jetzt brauche ich auch eine Dusche. Da, ja. Wer poliert die Sonne blank? Wisch die Spinnweben vom Mond. Hoch oben im Himmel, in den weit entfernten Wolken, sind die Wolkenkinder mal wieder sehr beschäftigt. Besonders Baba Gelb wirkt heute ein bisschen abgehetzt. Du bist etwas spät dran, Baba Gelb. Wir brauchen Hilfe mit diesem Heuballen. Tut mir leid, Wolkenkinder. Aber Kleiner Stern wollte und wollte heute einfach nicht einschlafen. Und? Schläft er jetzt? Ja, endlich. Kleiner Stern! Ich kann nicht glauben, dass du schon wieder aufgestanden bist.
Willkommen, Wolkenhopsen, Baba Gelb. Juhu! Ach, du liebe Güte, was ist denn los, Baba Gelb? Es ist kleiner Stern. Man kann ihn heute unmöglich in sein Bett bringen. Ich verstehe, was du meinst. Wenn kleiner Stern nicht weit ins Bett geht, dann wird er heute Nacht mit Sicherheit zum Funkeln zu müde sein. Und ich habe doch noch so viel zu tun. Könnten wir helfen? Könnten wir? Ich meine, wir könnten. Wirklich? Natürlich. Ich bin sehr überzeugend. Wir müssen streng sein. Aber ich bin mir sicher, mit unserer Hilfe wird er im Handumdrehen einschlafen. Das wäre wunderbar. Zusammen macht ihr das bestimmt super. Da bin ich ganz sicher. Natürlich machen wir das super. Oh, danke schön. Hä? Oh, oh. Komm jetzt raus, kleiner Stern. Wir wissen, dass du da bist. Zeit für dein Nickerchen. Komm schon, kleiner Stern. Fang mich doch. Juhu. Oh. Komm jetzt her. Aber sofort. Wir haben keine Zeit für solche Spielchen. Hey! Hey! Hier! Das ist doch nicht zu glauben. Warum lassen wir ihn nicht in dem Glauben, dass wir mit ihm fangen spielen? Dann können wir ihn doch wieder zurück... Ach, du bist viel zu milde gestimmt. Wenn wir es auf deine Art versuchen, bekommen wir ihn nie ins Bett. Also, wenn wir es auf deine Art versuchen, werden wir ihn verschrecken. Nein, ich glaube, mein Weg ist der beste. Und für gewöhnlich liege ich richtig. So nicht. Du denkst wohl, dass du immer recht hast, Herr Regenbogen. Naja, du bist derjenige, der Zeit verschwendet. Er könnte mittlerweile überall sein. Dann sollten wir uns auf den Weg machen und ihn suchen, nicht wahr? Na gut. Ach, ich schätze, das sollten wir. Also, wenn du etwas strenger gewesen wärst, dann hätten wir... Was? Ja! Das ist doch einfach nicht zu glauben. Und ich dachte, kleiner Stern wäre im Bett. Das dachte ich auch. Da ist er. Ich habe es dir ja gesagt, Herr Sonne. Herr Sonne? Herr Regenbogen? Oh. Hallo, Baba Gelb. Kleiner Stern ist immer noch nicht im Bett. Wir haben ihn nur fertig... Müde gemacht. Wir haben alles unter Kontrolle, Baba Gelb. Er wird ruckzuck im Bett sein. Schluss jetzt, kleiner Stern. Hör auf, rumzualbern. Es ist Schlafenszeit. Du kommst sofort mit uns. Na gut. Siehst du, so macht man das. Wir werden sehen. Gut gemacht, kleiner Stern. Mach es dir schön gemütlich und schlafe einfach ein. Ich denke, er wird nicht einfach so einschlafen. Baba Gelb spielt ihm vorher immer noch ein Schlaflied. Was? Also, ich kann nicht singen. Und ich kann auch nicht Flöte spielen. Aber ich kann pfeifen. Und ich singe dazu. Ich glaube, nur pfeifen wäre besser. Aber wenn du unbedingt singen willst... Versuchen wir es zusammen. Auf drei... Auf eins und zwei und lahm, 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 lahm. Was? Dein Lalalam verdirbt mein Pfeif. Oh, du pfeifst vollkommen falsch. Das stimmt nicht. Tue ich nicht. Dein Lalalam würde sogar die Sterne wach halten. Bobo mit. Du möchtest gern Tenor. Was willst du singen? Wer ist weg? Huh? Wer ist weg? Oh, ich glaube es ja nicht. Wir müssen ihn finden. Kommt schon. Das ist alles deine Schuld, wenn wir es auf meine Art gemacht hätten. Thank you.
Herr Regenbogen. Wie ich sehe, habt ihr kleiner Stern endlich ins Bett bekommen. Das freut mich sehr. Danke. Naja. Nicht ganz. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oh, alles wird gut, Baba Gelb. Alles unter Kontrolle. Kein Grund zur Sorge. Kleiner Stern, komm sofort her. Dieses Mal passt du auf ihn auf und ich erzähle ihm meine Geschichte. Ich bin ein fantastischer Geschichtenerzähler, wie du weißt. Also ich denke, es wäre viel besser, wenn du nach Fluffy und Bobo Ausschau halten würdest, während ich seinen Kopf streichle. Das mag er. Geschichten sind besser. Nein, sind sie nicht. Sind sie doch. Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Hey! Um den Himmel mit meinen Farben zu schmücken. Na los, kleiner Stern, ab ins Bett und... Oh, nicht schon wieder. Du solltest doch auf ihn aufpassen. Sollte ich nicht? Du hast gesagt, du machst das. Ach, wir können Baba Gelb nicht sagen, dass wir ihn wieder verloren haben. So geht das. Nein, kleiner Stern. Mein Weg ist besser, oder Fluffy? Nein, Bobo, am besten. Aber mein Weg ist schneller. Du solltest es so machen. Nein. Ja, genau so. Bobo, kleiner Stern, hört auf zu streiten. Hups, aber wir spielen doch nur. Sie spielen Herr Sonne und Herr Regenbogen. Bobo ist Herr Sonne und kleiner Stern ist Herr Regenbogen. Was? Sie haben uns gespielt? Sind wir wirklich so? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir es Hand in Hand versuchen, damit kleiner Stern ins Bett kommt. Ich bin der gleichen Meinung, Herr Sonne. Komm mit, kleiner Stern. Ein Wettrennen zu deinem Bett. Hurra! Ihr leider nicht, ihr zwei. Ihr könnt hierbleiben und weiterspielen. Gut gemacht, Herr Sonne. So, hier? Ja. Tam, 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 tam. Dankeschön. Und so schlief kleiner Stern endlich ein. Und Herr Sonne und Herr Regenbogen lernten, dass sie in dem Moment zum Erfolg kamen, als sie sich einig waren. Ich denke, wir sollten deine Bettdecke hochziehen. Lass mal, es ist gut so. Sonst wird es ihm zu heiß. Nein, wird ihm nicht. Wird ihm. Wird ihm nicht. Ach, du lieber Himmel. Nicht. Hoch oben im Himmel, in den weit entfernten Wolken, ist es ein sehr kühler Morgen. Seht euch nur den Morgennebel an. Ich hoffe, Herr Sonne wird bald erscheinen. Danke, Baba Pink. Danke, Baba Pink. Ups! Entschuldigung, Baba Pink. Du hast es aber eilig, Baba Grün. Ich muss heute das Wolkenponyheu ernten. Sonst haben die Wolkenponys am Abend nichts zu essen. Es ist alle. Vergiss nicht deine Regenbirnenmahlzeit. Danke, Baba Pink. Ich helfe dir, wenn du möchtest, Baba Grün. Ich brauche nur noch meinen Werkzeugkasten. Danke, Baba Blau. Merkwürdig. Er war doch gerade eben noch hier.
Bobo, da bist du. Ich denke, ich weiß, wo dein Werkzeugkasten ist, Baba Blau. Ups. Oh, mein Werkzeug. Bobo, tut es leid. Das ist nicht so schlimm, Bobo. Aber du darfst mein Werkzeug nicht anfassen. Das ist ein Wolkenfänger, kein Spielzeug. Willst du mitkommen und helfen, das Wolkenponyheu zu ernten? Ja! Oh, das ist komisch. Normalerweise hat sich der Morgennebel um diese Zeit aufgelöst. Aber kümmert sich Herr Sonne nicht immer darum? Ja, aber wo ist Herr Sonne? Lasst uns gehen und ihn suchen, Baba Pink. Gute Idee. Ihr sucht Herrn Sonne, wir beginnen mit der Heuernte. Kommt mit, holen wir die Wolkenponys. Komm schon, Wolkenpony. Zeit für die Wolkenpony-Heuernte. Ich glaube, die Wolkenponys wollen nicht durch den Nebel reiten. Langsam, mein Wolkenpony. Hui! Hui, hui! Lass uns losreiten, Baba Gelb, und Herrn Sonne suchen. Halt nicht so schnell! Bereit, Baba Grün? Fast, Bobo. Ich spanne noch das Wolkenpony vor das Erntegerät. Wir treffen uns dort. Ja, treffen dort. Hier entlang, Wolkenpony. Gut so. Warte! Oh nein, wie sollen wir euer Heu ernten ohne Erntegerät? Du bist zu schnell gewesen. Ich werde mir etwas anderes ausdenken müssen. Komm, wir reiten zu den anderen. Was? Herr Sonne schläft immer noch? Aufwachen, Herr Sonne. Zeit aufzustehen. Oh nein, doch jetzt noch nicht, Baba Gelb. Es ist viel zu kalt. Vielleicht wird dir ja wärmer, Herr Sonne, wenn du aus dem Bett rauskommst. Tut mir leid, Baba Pink. Ich glaube, ich kann nicht aus dem Bett kommen. Vielleicht solltest du dich mit ein paar Übungen aufwärmen. Was denn für Übungen? Wart's ab. Ich spiele dir etwas auf meiner Flöte vor, um dich darauf einzustimmen. Und strecken 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dehnen 2, 3, 4, 5, 6, 7. Will irgendjemand mitmachen? Von mir aus geht's los, Baba Grün. Wo ist das Erntegerät? Mein Wolkenpony ist vor dem Nebel weggelaufen. Ich konnte es ihm nicht mehr anschnallen. Und wie sollen wir dann das Wolkenponyheu ernten? Werkzeug! Werkzeug? Sehr gute Idee, Bobo. Es lohnt sich immer, in meinen Werkzeugkasten zu gucken. Bobo, helfen! Nein! Bobo, tut es leid. Keine Sorge, Bobo. Ich hole es zurück. Es hat keinen Sinn. Mein Wolkenpony hat Angst vor dem Nebel. Aber ich muss meine Werkzeugkiste zurückbekommen. Bobo, fängt! Eine Teekanne. Baba Pink hat schon überall nach dieser Teekanne gesucht. Kann ich mal probieren, Bobo? Da, ich habe auch etwas. Sternkorb. Guter Fang, Baba Blau. Aber der hilft uns auch nicht dabei, das Wolkenponyheu zu ernten. Keine Sorge, Baba Grün. Ich kriege schon noch meinen Werkzeugkasten. Also dann, ich schaue mal, wie Baba Pink und Baba Gelb so vorankommen. Wir brauchen Herrn Sonne immer noch, damit er den Nebel vertreibt. Und drücken! Schon gut. Oh, hier draußen ist es noch kälter als im Bett. Nur noch 5 Minuten, bitte.
Na gut, ich bleib auf, ich bin munter. Gerade rechtzeitig. Komm mit, Herr Sonne. Du müsstest für uns bitte den Morgennebel vertreiben. Du hast recht, Baba Grün. Das muss wirklich etwas ganz besonders Großes sein. Mein Werkzeugkasten ist niemals so schwer. Hierüber, Herr Sonne. Vertreibe jetzt den Nebel. Dann können wir das Wolkenponyheu ernten. Ich gebe mein Bestes, Baba Grün. Das sieht aber sehr kalt aus. Hä? Was ist denn nun mit Baba Blau los? Baba Blau, alles in Ordnung bei dir? Helft uns, Wolkenkinder. Wir haben etwas ganz besonders Großes gefangen. Zieht, Wolkenkinder. Dollar. Sonne? Sonne hilft Wolkenkindern. Wer? Ich? Ja! Komm schon, Herr Sonne. Na gut. Los geht's. Es ist ein bisschen schwer, aber es kommt. Du schaffst es bestimmt, Herr Sonne. Ist das schwer? Seht mal. Ist das schwer? Das sieht aus wie Wolkenponyheu. Mit dem Wolkenfänger kann er es hochziehen. Mein Werkzeugkasten. Hey! Seht nur, der Morgennebel ist verschwunden. Herr Sonne, du hast es geschafft, ihn zu vertreiben. Habe ich? Oh, mir ist auch ganz warm geworden. Das Heu für die Ponys hochzuziehen hat dich schön aufgewärmt. Wartet! Gleich hab ich's. Passt alle auf! Hurra! Und da die Wolkenpony-Heuernte eingebracht war, hatten sich die Wolkenkinder auf ein schönes, erholsames Schläfchen vorbereitet. Aber Moment mal, Bobo war nicht da. Ein bisschen nach links, Bobo. Nein, zur anderen Seite. Wie es aussieht, will er vor dem Schlafengehen noch eine andere Ernte einbringen. Schlauer Bobo.